da, die schaffen genau. Der Bob und sein Team haben zusammen viel Spass. Sie bauen und flicken, sind Spitzenklasse. Auf den Baumarkt können wir's flicken. Auf den Baumarkt sicher klar. Die Lisette, der Bibsi, der Kevin, der Lumpen schaffen all zusammen und manchmal stehen sie Gumpen. Auf den Baumarkt können wir's flicken. Also, denk dran, Bob. Frau Bobmer kommt dann am Morgen und macht die ganzen Büroarbeiten. Mach dir um uns keine Sorgen, Rita. Geniess den Besuch bei deiner Schwester. Das wird schön. Sie hat so einen schönen Garten mit einer Terrasse und einem Teich. Nicht so wie meinen, der voll Unkraut ist. Aha. Ja, ja. Bob, der Zug! Ah ja, Rita, du musst gehen, sonst verpasst du noch deinen Zug. Oh ja, ciao miteinander. Gute Fahrt! Der Schuba kommt die Mann kann abholen! Aha! Ich vermisse Rita schon jetzt! Pass auf, Orangeli! Du hast so viel zu schaffen, dass du gar nicht an sie denkst! Was meinst du mit? Ich habe gerade eine Idee gehabt. Wir machen der Rita ihren Garten so schön zu Weg wie der von ihrer Schwester! So cool! Ich arbeite so gerne im Garten. Ich mache die flachen Sachen. Wir haben allerdings nicht viel Zeit. Wir müssen morgen am Morgen früh anfangen. Ein Moment, Lisette. Ich mache dich morgen gerade bereit. Bob, der Baumer. Ah, grüezi, Frau Bodmer. Oh, oje. Ja, aber es geht schon. Bleiben Sie gescheiter im Bett, bis es besser geht. Adieu. Oh, nein. Aber irgendwie schaffen wir das schon. Warte doch, Lisette, ich komme ja. Es hat halt niemand im Büro, aber ich stelle den Telefonbeantworter ein und kontrolliere ab und zu die Nachrichten. Machen wir in dem Fall gleich den Ritt an Ihre Karte? Jetzt erst recht! Lässig! Können wir es flicken? Sicher klar! Ich weiß nicht recht. Also, Schuba und Walzi, ich habe in der Gärtnerei schon Pflanzen, Steinplatten und Torf bestellt. Das könntet ihr abholen. Alles klar, Bob. Mokka, Orangli und Rähnli, ihr seid fürs Holz verantwortlich. Kommt, dann ladet mir die Balken. Also, schauen wir mal. Wir lassen den Rasen in der Mitte. Es gibt eine Terrasse beim Haus und dort eine Pergola. Dort machen wir eine Pergola. Was ist eine Pergola? Eine Art Holzrahmen, wo man drunter sitzen kann. Können wir auch noch ein bisschen Blumenpflanzen bitte? Ich trete so gerne Blumen. Ja. Gute Idee, Orangeli. Wir machen noch ein Blumenbeet. Dort hinten. Und ich bestelle noch ein paar Blumen, wenn ich später im Büro vorbeigehe. Also gut, dann fangen wir an. Okay, ich gehe ins Büro den Beantworter ablösen. Und dann bestelle ich noch ein paar Blumen. Papa! Die vorne! Gell, Rähnli? So bin ich gleich noch wieder da. Bis nachher! Tschüss, Bob! Hallo? Ist das der Bob, der Baumer? Hallo? 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 Oh. Wie ist jetzt das passiert? Oh nein! Da hat es ja ganz viele Nachrichten! Grüezi, ist das Ballzentrum Bob? Könnten Sie bei mir vorbeikommen? Mein Hagen ist kaputt.
Danke, oh. Mein Name ist Meier. Ja, Meier. Oh, ja. Ach, jetzt, ach, wieso habe ich immer so ein Problem mit dem Telefon beantworten? Was ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt die Buchsanweisung? Ja. Ach, so sind dann später. Ja. Ich muss jetzt die Bestellung in die Gärtner einfaxen. So. Gut, das wäre gemacht. Oh nein, ist ja schon fast drei. Ich muss den anderen helfen. Bis nachher, Lisette. Los, Kerni, gib Gas. Hi, Bob. Endlich. Da kommen der Schuba und der Walzi. Hört alle zu. Die Sachen aus der Gärtnerei sind da. Jetzt können wir alles fertig machen. Aber Bob, was ist mit den Blumen? Die habe ich auch schon bestellt. Du und der Mocke, ihr könntet sie abholen. Ah! Grüezi. Da ist der Telefonbeantworter vom Wohnzentrum Bob. Bitte hinterlässt ihr noch. Blöd. Ich habe meine Krallen vergessen. Komm, Kernli! Ich weiss, dass ich sie da im Büro parat gemacht habe. Ah, dort. Ah. Oh, je, meine. Nein, au. Was ist denn da passiert? Du musst gar nicht so unschuldig reinschauen, Lisette. Wenn die Rita eures Büro so sieht, dann gibt's etwas. Wie soll ich jetzt das flicken? Ah, es ist einer Weg schon zu spät. Rita kommt jetzt dann gleich. Na, lass es mal zu. Wir müssen Champagne pressieren. Wir sind fast fertig, Bob. Du musst nur noch die Pergola fertig machen und Blumen pflanzen. Hebt keine Angst, ich schaffe das. Schuba, du gehst gerade Rita abholen. Schnell! Hey, was kommt denn da für ein Mais aus meinem Garten? Oh, das ist wahrscheinlich ein Specht. Ein Lärm noch, der grösste, den es gibt auf der Welt. Rita, mach deine Augen zu und komm mal mit. Was ist los? Also, du darfst jetzt schauen. Eine Überraschung für dich! Oh, Bob! Es ist wunderschön. Eine Terrasse. Da kann man von außen essen. Und eine Pergola. Da kann ich die schöne Sommerabend geniessen. Oh, und ein wunderschönes Blumenbeet mit allen meinen Lieblingsblumen. Oh, Bob, danke. Danke euch allen tausendmal. Fein. Vor lauter Aufregung habe ich ganz vergessen zu fragen, ob es gut gegangen ist mit der Frau Bobmer im Büro. Sie ist nicht gekommen, weil sie krank geworden ist. Ehrlich gesagt, das hat es durcheinander gegeben. Könntest du morgen eventuell ein bisschen früher kommen und Honig machen? Du meinst, kann ich es flicken? Rita! Sicher, klar! Ich höre ganz gerne, dass ihr mich vermisst habt. Also, ich mache das wirklich gern. Und von jetzt an weiss ich ja, dass ich am Abend, wenn ich heimkomme, gemütlich da kann sitzen und auf meinen Garten und... Bob, findest du nicht, da gehört in einen Teich? Teich?